Hallo und herzlich willkommen bei Commander Jenso in der Garage. Das ist mit. Ist er, noch ist Mittwoch. Ich hoffe, ich schaffe jetzt. Es ist 20:07 Uhr. 4 Stunden habe ich noch Zeit. Das sollte ich aber eigentlich schaffen. Zusammenschneiden, rendern und hochladen. Hoffentlich, denn sonst ist dieser Satz: Hey, es ist gerade noch Mittwoch. Absoluter Schwachsinn, weil es ist gerade nicht mehr Mittwoch. Es ist echt mal wieder monster viel los und deswegen ging das alles nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber. Ich hatte viel zu tun. Was habe ich denn gemacht? Ich habe gelevelt wie ein Beknackter. Und das heißt, gelevelt wie ein Beknackter, ich habe diese Booster ausgenutzt, die man wunderschön hier so zu Tausenden bekommen hat mit dem Tannenbaum hier, mit dem Schneewitze und Tannenbaum. Und mit diesen Boostern ist es natürlich ein leichtes gewesen, mit Doppel-XP zu bekommen und Mannschafts-XP und hier und dort den WZ-111 einigermaßen schnell durchzuleveln, am Ende dann noch Rest-Free-XP zu nehmen und das Ding, den 113er in die Garage zu stellen. Und ich kann euch nur sagen, der 113er ist in meinen Augen das absolut krasseste, unterschätzteste Gerät, was in WoT fährt. Denn irgendwie sieht man ihn nicht so häufig, aber der ist echt total stronk. Und danke Bio nochmal für den Tipp. Der ist wirklich lustig. Aber ihr seht's, ich bin noch in der Erfindungsphase. 2-2 Durchschnittsschaden. Da geht noch mehr, bin ich mir relativ sicher. Und deswegen habe ich mir auch erlaubt, ein Gast-Replay vom Server zu nehmen, weil das nämlich viel geiler zeigt, wozu der eigentlich fähig ist. Denn er hat eine besondere Fähigkeit, die eine ganz enorme ist. Das ist dieser Turm und die obere Wanne. Die sind echt verfickt nochmal, habe ich jetzt nicht gesagt. Bouncy! Aber sowas von, also das ist schon nicht mehr normal. Das ist schon OP im Thema Bouncen vom Helm dieses Gerät. Ja, kommt jetzt gleich ein schönes Replay. Aber was ich euch auch noch erzählen kann, ich habe auch, weil ich mir überlegt habe, was mache ich denn? Also ihr wisst ja, bei der 212er Arti, wisst ihr ja, da bin ich jetzt auch am Grinden zur 10er. Und ich habe mir den KV4 wieder in die Garage gestellt. Ja, ich weiß, das ist kein KV4. Aber da fehlte auch nicht mehr viel. Und deswegen habe ich den KV4 fertig gemacht. Und bin jetzt beim STI. Und der STI ist, ihr seht, der hat noch den ersten Turm. Also da muss ich noch mal ein bisschen was tun. Der STI hat ja einen erstrebenswerten Turm, nämlich den zweiten hier, und auch eine erstrebenswerte Gun, nämlich die hier. Und da werde ich, glaube ich, am Anfang so Kettenmodul machen. Motor mache ich während der Fahrt, weil ich glaube, 200.000 XP mag ich jetzt nicht mit dem ersten Motor. Vielleicht, wartet mal. Bei 56 PS zu. Ja. Bringt jetzt. Vielleicht kann man den sogar mit dem ersten Motor fahren. Aber den Turm. Ich habe Bock, mit der Top Gun anzufangen und den Turm. Da werde ich auf jeden Fall nochmal grinden und Free XP benutzen, um den Turm zu kriegen. Die Kanone habe ich schon von der IS-8 und damit das dann ordentlich zur Sache gehen kann. Das ist das nächste Projekt, die IS-4. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, die IS-4 ist mein absoluter Angstgegner. Wenn die IS-4 und der E5, IS-4 und E5, die sind einfach krass. Wenn du die irgendwo triffst, da schießt du dir einen Wolf, selbst mit Gold bei der IS-4. Das ist Glückssache, finde ich. Also, ja, ich kenne die Weak Spots, ich weiß, aber so ein bisschen Distanz und schon funktioniert das nicht mehr so, wie man sich das vorstellt. Insofern, jo, Projekte haben wir. Das ist doch gut. Und ich überlege auch momentan, ob ich wieder mit dem Stream anfange, weil ganz ehrlich, vielleicht bin ich mittlerweile so weit, dass ich meine ganzen YOLO, Duddle, Level spiele halt einfach auf Twitch. Ich meine, ihr habt ja damals gesagt, ihr fänd's geil. Das ist für mich damals anstrengend gewesen. Vielleicht probiere ich es nochmal. Mal drüber nachdenken. Egal, jetzt kommt erstmal das Gameplay und freut euch auf eine. Ja, es ist jetzt nicht so die mega taktische Runde, aber freut euch auf ein häufiges Gebounce. Bis gleich. Da sind wir in-game mit dem Kollegen Walzis. Walzis, was ist das denn für ein Name? Walzis? Ist interessant. Mit dem Walzis auf Fjorde und unser Replay wird hier immer noch Fahrzeug, was Spielername wollen wir nicht unbedingt sehen, weil Spielernamen zu sehen ist irgendwie unwichtig. Ja, Walzis auf Fjorde. Was klicke ich denn jetzt hier? Was klicke ich denn hier? Walzis auf Fjorde. So könnte das passen. Der Spielername ist immer noch drin. Fuck you, Wargaming. Fuck you.
dass ihr. Dass ihr. Dieses scheiß Replay so scheiße macht, dass die Scheiße nicht richtig scheiße nutzbar sind. So, genug Scheiße gesagt hier. Valzis, ja, warum wollten wir uns das hier angucken? Weil das halt eben eine geile Position ist, die der Valzis hier anfährt. Und Snapshotten kann er auch auf den T10. Und wir sehen auch die Spielernamen und das macht uns nicht glücklich. Aber es geht nicht anders, es geht nicht anders. Tja, das ist hier mal eine richtige OP-Position für das Gerät, weil seine Wanne ist perfekt gewinkelt. Wir schauen uns das an. Also, sagen wir mal, was heißt perfekt gewinkelt? Man kann ja Sidescrapen und man kann geil mit der Wanne spielen. Und die Jungs können nur, ja, die können nur, ich habe es vorhin schon versucht, mir ist es nicht gelungen, aber ich denke mal, dass da ist, doch, dass da ist der Einschuss. Die Kuppel. Die Kuppel. Die Kuppel ist eigentlich, ganz ehrlich, schwierig treffbar. Wirklich schwierig. Dass der E100 da jetzt wahrscheinlich mit Gold durchgepfeffert ist, ist Pech. Und passiert eigentlich nicht. Nicht so häufig, sagen wir mal so. Blödes Fass hier, ey. Mach dich was, du Fass. Weg, du Fass. Tja, die Position ist hier einfach, die ist hier einfach geil. Und das war ja mal. Das war ja mal ein richtig stronker Eckenschuss. Also der war ja mal gerade so noch mal möglich. Also, aber wirklich sehr, sehr nice die Posi. Schön Turret-Ring. Turmdrehkranz getroffen. Das wäre aber mit Gold natürlich sonst auch durchgegangen. Ohne Frage. Aber bam. Der bam. Guckt ihr euch, wo sie drauf schießen. Sie ding, blong. Schling. Sie ganz schön abgenutzt aus der Turm da oben. Also, der kann was, der Turm. Er ist mal richtig, richtig krass hart. Ja gut, auf dem T10 obere Wanne muss man jetzt auch nicht unbedingt schießen. Das war jetzt die ungenaue Gun, aber passiert halt mal. Guckt euch das an, Bad-Chat. Weiß nicht, was er ja, wahrscheinlich Auto-Aim. Auto-Aim zielt ja auf die, ich sag mal, Auto-Aim zielt auf die obere Wanne. Doof. Aber auch doof, dass gerade eben die Badget seine Kanone getroffen hat. Und jetzt, ich sage es euch immer wieder, jetzt wäre es halt geil gewesen, er hätte irgendwie den Büchsenmacher geschult. Denn mit dem Büchsenmacher hätte er jetzt erstmal aufs Kanonenreparieren scheißen können. Weil auf der Distanz, die er sich hier befindet, ist der Büchsenmacher geil. Das geht. Das, da kann man, da braucht man nicht zaudern, da muss man nicht schmeckern. Das geht ohne Frage. Jo. Mittlerweile habe ich so ein bisschen den Schmerz, nachdem ich mir das Replay angucke. Ja. Zum Glück ist jetzt sein Gold alle, sagen wir es mal so. Denn, ja, T10 muss man mit der Gun eigentlich kein Gold erspielen. Vielleicht hat er es vergessen. Vielleicht hat er es vergessen. Denn 249 ja, ist jetzt, sind jetzt keine drei. Geht aber schon. Geht schon. Die Standard. Standard-Muni geht schon. Ohne Frage. Man muss, klar, man muss ab und zu mal Gold auspacken, weil das halt eben Low Roll ist man, aber geht schon. Ich war am Anfang auch mega, mega frustriert von der Kanone und habe gesagt, ah, die muss man ja nur mit Gold spielen, aber nee, das geht schon. Das geht schon. Kann man machen. Ist, man hat, ja, ist ja eh Heat dabei und insofern ist Heat sowieso nicht so geil. Muss man halt ein bisschen. Passt schon. Geht schon. Ja, das ist jetzt hier. Ja, da weiß ich jetzt auch gar nicht. So richtig mega zögerlich wäre ich jetzt an die Ecke, glaube ich, gar nicht rangefahren, weil die waren ja alle schon relativ low. Hm. Vielleicht, aber gut. Eifer des Gefechts und vielleicht sowieso. Fehlender. Keine Ahnung. Ich wär, glaube ich, ein bisschen forscher rangefahren, aber. Wurst. Tja, also, wir haben ja keine Anzeige, aber ist schon mächtig viel gebaut. Guck mal, was der schon alles hätte fressen müssen. Was der schon alles hätte fressen müssen und nicht gefressen hat und noch dreiviertel voll ist. Tja, hier sehr schön gespielt. Ich denke mal, dass er irgendwie gesagt hat, alleine. Ich bin nicht mehr voll. Die IS-7 ist noch voll. Die machen ungefähr gleich viel Damage.
roundabout, sag ich mal. Und da legst du dich jetzt vielleicht mit einer IS-7 doch nicht so... das ist schon ganz gut, dass er da nicht drauf gefahren ist, weil hier kann er so ein bisschen... Genau, wollte gerade sagen, ich würde eigentlich jetzt, wo der EN-100 da ist, wäre ich jetzt hier an die Wand gefahren, weil hier hast du halt wieder die Möglichkeit, A, Zeit zu scrapen, B, mit der Wanne vorne zu spielen und EN-100 kann noch drauf schießen. Muss man natürlich in so einer Situation auch immer aufpassen. Wenn du jetzt zu weit vorfährst, kann der EN-100 nicht mehr drauf schießen. Ne? Das ist dann so eine Art Selbstmordkommando. Aber, boah, ist kalt hier heute. Ja. Aber so, alles gut. Jetzt kann zwar der EN-100 von hinten auch nicht mehr drauf schießen, aber Schuss locken, nachdem man Schuss gelockt hat, Schuss setzen in sicheren... Ja. Ja gut, das verstehe ich jetzt auch nicht mehr so. Aber gut, so ist die Stellung. Die Stellung, wie es möglich ist, dass man mit dem das ein oder andere bounce. Allerdings kann die kann die IS-7 ja schon. IS-7 kann jetzt übrigens nicht mehr schießen, weil sie unter Wasser ist. Und insofern, well played IS-7, well played. Denn, naja, gut. Alle rommeln so auf den drauf. Da hat er sich wahrscheinlich auch gedacht, so, ich trete ab. Das kann ich auch im Wasser machen. Ja, also eine schnelle, aber wie ich fand, eine Runde, die schön gezeigt hat, was Turm und obere Wanne können. Und ja, sehr schön, das Peace-Zeichen. Ist sehr friedlich, dieser Tank, sehr friedlich. Und ich verspreche euch die nächsten wirklich sauberen Runden von mir. Ich hatte schon ein paar ganz lustige, aber da kam das Gebounce noch nicht so richtig rüber. Ich hatte so ein paar Runden, wo ich halt die Gegner platt machen konnte, weil der halt eben ordentlich austeilen kann, schnell einen Reload hat. Aber der harte Turm, das war eben schon schön demonstriert. Schon ein harter Knochen, das Gerät. Aber wir gucken uns jetzt mal an, was er so insgesamt wirklich dann alles in allem gebounced hat. Bis gleich. Aftergame Stats, Auswertung, Victory, zweiter Klasse, 75.000 Credits, 3-1 Doppel XP. Aber das Interessante ist eigentlich. Jo. 4-4. Ist nicht das Interessante. Ah, 9-4! 9-4! 9-4! 9-4 ist eine Menge. 9-4 ist geil. 9-4 ist einfach mal, naja, ich meine, die EN-100s, die auf ihn geschossen haben, ne? Da macht jeder Schuss schon ganz ordentlich Potential Damage. Und tja, insofern hat er sich cool-headed und Steelwall absolut verdient. Und ich freue mich. Ich freue mich auf weitere Runden mit dem, weil der Turm und die obere Wanne, die können was. Und das ist Potenzial für erfolgreiche Runden. Macht's gut! Wir sehen uns spätestens Freitag? Freitag ist Vlog-Tag. Glaube ich schon. Ja. Ciao, ciao.